da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollen. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Macha, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lothir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht vorbringen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor! Wer seid ihr? Ich bin Akatsuki, herzlich willkommen zu KBC Gaming. Heute spielen wir Skyrim und wir fangen direkt mit den einzelnen Klassen an. Die Bürger von Himmelsland sind große blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälteunempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit der Kraft der Kampfschreie schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. So, dann möchte ich euch jetzt erstmal drei vorgefertigte Nords zeigen. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie die so ungefähr aussehen könnten. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich jetzt einen Nord nehme. Da könnt ihr nämlich schon mal ein bisschen sehen, so könnte ein Nord aussehen, falls ihr einen spielen wollt. So, und ich denke, das reicht dann auch. Als Bewohner der Vrogarianischen und Drachenschwanzgebirge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den
besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. So, und jetzt zeige ich euch auch direkt nochmal vorgefertigte Orks. Schauen wir mal, was es hier so Tolles an Ork, an Vorgaben gibt. Orkgaben wollte ich schon sagen. So, genug gesehen. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwardone aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. So könnte mein Rotwardon aussehen. Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Wallenwald ist auch als Busma bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe. Und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten. Und sie befehlen Tieren, mit der Kraft Tier beherrschen, für sie zu kämpfen. Auch hier ein Einblick in das Aussehen des Waldelfen. Sie stammen aus der Provinz Elsvir, sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Kaschid können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Auch hier zeigen wir euch wieder einige Kaschiten, also wie man sie gestalten könnte. Die Einwohner von Cerodil haben sie als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampf, Kunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraft, Stimme des Kaisers, beruhigen sie einen Feind. Auch hier wieder einige Vorgaben des Kaiservolks. Seht die Leute der Kaiserstadt an. Die in ihrer Heimat, den Somerset-Inseln, auch unter dem Namen Altmeer bekannten Hochelfen, sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magiker schnell zu regenerieren. Genug der Hochelben. Die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmer verfügen über bemerkenswerte Schleich- und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Auch hier wieder einige Dunkelelf-Vorgaben. Gruselige Gestalten. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Auch hier zeigen wir euch einige Gesichter, wie ein Bretone aussehen könnte. Hier wieder einige Einblicke in den Lebensstil bzw. das Aussehen eines Argoniers.
So, wir haben euch jetzt alle Klassen kurz gezeigt. Wie ihr die dann machen wollt, müsst ihr natürlich selber wissen.